So, herzlich willkommen zu Dead Space 3 und nach einer Pause letzte Woche geht's jetzt endlich zurück ins Spiel. Und ja. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Okay, da bin ich auf jeden Fall falsch. Nein, da geht es auch nicht weiter. Okay. Auch immer noch Spalter. Also daran merkt man, dass ich seit über einer Woche nicht gespielt habe. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Und ganz ehrlich, ich hatte eigentlich keine Lust darauf, Nemesis aus Resident Evil in Dead Space wieder zu sehen. Das lag mir eigentlich fremd. Und jetzt das. Falsch. Echt sehr schön. Ja, komm, mach. Super. Weit hier lang. So, hier sind wir gerade an. So, jetzt habe ich.
Okay. Wie immer speichern, gerade jetzt. Oh ja, das klingt jetzt sehr schön. So, mal gucken. Ich gehe jetzt aber zurück. Oh, geht gar nicht, bin nett. Dann aber nochmal aufladen. So. Ah, da liegt noch was. Außer schon, also
Gerade im Moment der Ruhe nutze ich nochmal die Zeit. Wir hatten in den letzten Folgen immer wieder Tonprobleme und ja, das liegt daran, dass wir ein bisschen unerfahren sind mit Let's Plays. Gerade mit unseren Geräten hier ist das noch ein bisschen kritisch zu sehen. Wir lernen noch dazu. Übung macht ja bekanntlich den Meister. Und ja. Wir haben von. Was war das? Okay. Lol. Wir haben bis jetzt leider noch nicht sehr viel vom PC aus aufgenommen. Von daher sind wir da noch sehr unerfahren. Also ab ins nächste Kapitel. Auf jeden Fall schon mal eine Audio. Hast du die kleinen Biester? Was haben wir denn hier? Energie, Laserkanone. Das brauche ich nicht. Sehr witzig.
das wird doch Spaß machen. Endlich speichern. Sehr schön. So, erstmal neues Medi kaufen. Und das werden wir bestimmt gleich noch brauchen. Peace. Ist das? Ich hasse die Biester, ganz ehrlich. Ich hasse sie. Es ist jedes Mal das Gleiche mit ihnen.
schon sagen. Naja. Und weiter geht's. Ich hasse dich, Mino. Komm her. Nicht.
Also jetzt habe ich zwei Knotenpunkte, dafür gehe ich auf jeden Fall jetzt mal zurück. So, perfekt. Mit dem nächsten Knotenpunkt kann ich dann meine Lebensenergie wieder erhöhen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Ups. Ja, ich hätte vielleicht vorher wechseln sollen. Naja, was soll's. Ja, komm, schnapp mich.
Wie ging das denn jetzt nochmal? Wusste ich doch, dass es das hier gibt. Wie ich das hasse. Diese kleinen Hasse. Das ist da noch nicht erledigt. Schätze ich mal.
ist auch noch zu. Dann geht's mal eine Etage nach oben. Ging jetzt mir ein bisschen zu schnell. Ach. Komm. So. Das heißt ab nach unten. Na ja, super. Dem sollten wir nicht zu nahe kommen, würde ich mal sagen. So, wieder speichern. Wir wollen ja echt an jeden Checkpoint kommen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Extras abgreifen können jetzt. Ich könnte einen Knotenpunkt kaufen. Machen wir später, uns irgendwas zu kaufen. Okay. Wenn man plötzlich das Herz schlagen hört. Sehr cool gemacht. War klar, dass er jetzt da.
Sehr heftiger Ansturm, würde ich mal sagen. Also von vorn. Noch jemand? Kein? Nein? Thank you.
Verdammt. Scheiß Lebensenergie. So, ich will jetzt aber speichern gehen, da unsere Zeit nicht mehr ganz reicht. Ich wollte mich auf jeden Fall noch bedanken dafür, dass Folge 4 trocken, gerade weil sie komplett ohne Ton lief und irgendwie auch ein paar kleine Fails drin hatte, dass sie trotzdem mega gehypt worden ist. Ich finde das super, Leute, dass ihr da trotzdem so hintersteht. Ich wollte mich dafür nochmal bedanken. Wir planen auf jeden Fall jetzt schon weiter, dass wir mehr von Dead Space zeigen können. Vielleicht sogar Dead Space 2, was mir jetzt persönlich noch nicht im Inventar vorliegt. Aber vielleicht wird das ja noch. Ich versuche da auf jeden Fall frühzeitig dran zu kommen, bevor ich mich an Dead Space 3 mache. Und wir planen auf jeden Fall Dead Space 3 und Dead Space 2 im Koop zu spielen. Das wird ganz witzig, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall coole Sache. Ja, ich würde dann mal sagen, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.